Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. In der letzten Folge sind wir zu dieser grünen Squat-Stele gefahren. Mit dem Rover bzw. mit unserem Lander, der da hinten irgendwo stehen muss. 6,5 Kilometer, genau. Und heute, ja, wollen wir mal das nächste Easter Egg in Angriff nehmen. Hier ist eins, das ist weiter nördlich. Wenn das 6 Kilometer sind, sind das vielleicht 12. Das könnten wir eventuell auch mit dem Rover schaffen. Dann brauchen wir nämlich nicht den Sprit zu verschwenden. Ich würde es mal mit dem Rover versuchen. Ich kann ja dann ein bisschen was rausschneiden. Damit es nicht so ewig lang wird, die Folge dann. Uiuiui, ist jetzt zur Seite getaumelt. Auch mit dir. So, Chip. Dann steig mal ein. In den externen Kommandositz. So. Und jetzt gehen wir mal an die Karte. Nehmen dieses Easter Egg und tun die Navigation dahin aktivieren. Das muss ja irgendwo im Norden sein. Falls es inzwischen Nacht wird, dann würde ich einfach dann die Zeit vorspulen. So, also versuchen wir es mal. Bremse lösen. Und vorwärts. Mit dem Rover. Er bleibt relativ stabil, weil ich da irgendwo ein Dreirad noch drunter verbaut habe. Hier ist es. Und ich praktisch jetzt nur die Räder, den Rädern Energie gebe und das Dreirad meine Ausrichtung des Rovers hält, sonst würde der mehr rumschaukeln. Oder nicht, wären dann nicht so stabil. So, wir müssen aber mal gucken, dass wir hier nicht. Ob wir das schaffen. Das ist halt jetzt das Problem, hier durchzukommen. Aber ich würde es mal probieren wollen. Wow. Und er fliegt. Das ist praktisch ein Flugrover. Mal sehen, ob er das aushält, da unten aufzuknallen. Das sind auch coole Bilder. Wow. Oh, wow. Das haben wir gut gerettet, würde ich sagen. So, dahin müssen wir. Und jetzt können wir ganz schön Geschwindigkeit wieder aufbauen. Also die spektakulärsten Rover-Fahrtszenen werde ich drin lassen, den Rest wegschneiden, bis wir dann beim Easter Egg sind. Sehen, wie lange es dauert. Sehen, wie es überhaupt uns unser Strom bestellt ist. Das reicht aus, solange die Sonne scheint, ist das okay. Sehen, ob wir mit dem Rover überhaupt den Berg dort hochkommen. Gibt zurzeit kein Gas, sondern er rollt ja einfach nur den Hang runter und macht hoffentlich Strecke. Aber fährt sich gut, wenn man vorsichtig ist. Also in Roverbau habe ich ja auch schon viel erlebt und kenne da so meine Kniffe, wie ich das mache. Zum Beispiel habe ich die Steuerung der Räder nicht so wie voreingestellt gelassen, also auf WASD, sondern die Räder steuere ich mit anderen Tasten, zwar auf dem numerischen Tastenblock. Und dadurch wird praktisch das SAS nicht angesprochen, wenn ich lenke oder wenn ich Gas gebe. Sonst wird es immer dieses Dreirad nach vorn drücken, wenn ich das mache. Ja, der Energiehaushalt ist immer noch so, dass er auch bei Vollgas nicht runter geht mit Licht an. Also die Solarzellen bringen es halt. Ne? Solange die Sonne scheint, sonst müssen wir uns was anderes ausdenken. Aber wir erklimmen jetzt quasi den Grat, wo wir vorhin runtergesprungen sind. Jetzt heben wir ab, korrigieren im Flug und kommen wieder auf. Genau. Gucken.
Ah ja. In Richtung Pol ist es halt sehr bergig. Korrigieren. Und jetzt fliegt er gleich wieder. Aber wieder runter müssen. Die Steine machen übrigens nichts aus, da kann man auch durchfahren, weil die keine Kollisionsobjekte haben. Also da kann man nicht dagegen fahren. Es gibt aber Mods, wo die dann physikalisch vorhanden sind. Habe ich auch schon mal ausprobiert. Oh, jetzt geht es die ganze Strecke wieder runter. Der Hang dort drüben sieht mal ganz schön hoch aus. Hoffentlich nähern wir uns wenigstens unserem Ziel. Ich gucke dann gleich mal auf der Karte, wenn es wieder etwas ruhiger geht. Gehen wir mal, jetzt geht es geradeaus. Oh ja, wir machen Strecke. So. Ja, aber der Moon an den Polen ist schon spektakulär. Von der Kraterlandschaft, ne? Von den Bergen und Kratern, wenn man das hier mal anguckt. Das ist schon cool. Es gibt ja auch so Ebenen, wo nicht viel ist. Aber hier an den Polen wird die Landschaft immer rauer und extremer. Sodass Roverfahren mir wirklich Spaß macht, beziehungsweise Roverfahren vielleicht eher weniger, wenn es dann zu extrem wird, die Landschaft, aber es kommt immer auf den Rover drauf an. Wenn man den schön geländegängig gebaut hat, dann macht auch das hier Spaß. Wow, da kommt ein Loch. Das versuche ich mal zu umfahren. Mal sehen, ob ich das noch bringe. Gut, also wir sind jetzt nicht darunter gefahren, weil das wäre doch ein bisschen steil. So, kleines bisschen kann man schon korrigieren, dass wir die Richtung nicht total verhauen. Dann geht es auch gleich wieder hoch. Und dann können wir die Ausrichtung wieder so machen, dass er aufs Ziel zufährt. So, aber jetzt aufpassen. Also das Dreirad macht schon viel aus hier bei dem Rover. So, jetzt kann man sogar wieder ein bisschen Gas geben. Jetzt gucken wir mal, was hier vorne kommt. Es geht noch ein Stück ohne Gefahr. Gucken wir auf die Karte. Also mehr als die Hälfte haben wir schon geschafft. So, und jetzt fahren wir mal vorsichtig hier runter. Also, wieder Gas geben. So. Jetzt kommt die Kante. Ups. Und wir fallen quasi. Aber wir sind sachte drüber, also haben wir jetzt keine Probleme hier runter zu fahren. Allerdings haben wir hier keinen Strom, wenn es
Aktuell sollten wir auf unseren Verbrauch achten. Nicht zu viel. Lass mal einfach rollen. So, korrigieren. Richtung. Genau nach Norden. Also Leute, baut euch drei Räder in die Rover, sonst habt ihr mehr Probleme. Also so, es ist ja ganz nice zu fahren. Aber ohne drei Räder wäre das schon schwierig. Was ist das hier vorne? Nur ein Hügel. Gut. Den schaffen wir auch. Bergnun dazu werden wir ja auch immer automatisch schneller. Die Sonne verschwindet. Ich hoffe, das Easter Egg erreichen wir, bevor die Sonne ganz weg ist, weil jetzt geht unser Strom flöten. Aber ich habe eine große Batterie hier hinten drauf, also sollten wir noch ein Stück kommen. Nun muss es natürlich für unser auch für die Bremsung dann noch reichen und die Lenkung. Nicht, dass ich dann meinen Körbel da allein habe und der Rover den hat es zerlegt. So, hoch geht's. Jetzt geht's wieder runter, aber das ist sehr schwarz hier. Und hier muss ich jetzt viel korrigieren, da werde ich mal lieber meine Hände auf die Steuerung legen. Weil es ist ein ganz schöner Hang, an den ich jetzt lang fahre. Aber wir fahren sehr gemächlich. Ich gebe mal noch ein bisschen Gas, auch wenn wir nicht so viel Strom verbrauchen wollen. Ja, jetzt wird's problematisch. Wow. Genau, jetzt kommt. Aber wir sind gut. Sind gut gefahren. Und lassen uns jetzt rollen. Dann nehmen wir natürlich auch wieder Geschwindigkeit auf, wenn es zu steilen Bergen untergeht. Wow. Manchmal kann man unter den Boden durchschauen. Ah, das sind doch alles schöne Aufnahmen. Mach ich mal kurz hier das weg. Durch das an. So. Jetzt wieder her. Hier hat man gesehen, wie man durch einen Stein fährt. So. Jetzt sind wir wieder mehr ebenerdig. Auf den Berg dort kommen wir nie rauf. Mal, wie weit es noch entfernt ist. Nicht mehr sehr weit. Vielleicht können wir an der Seite hochfahren. Also so eine Steilwand komme ich mit dem Rover nicht hoch. So, mal sehen. Wie sieht es mit der Energie aus? Nimmt ab. Also die Sonne ist schon zu weit untergegangen. Und wir brauchen ja auch noch Energie für die Rückfahrt, ne? Schauen wir mal. Ist nicht mehr weit. Also ich vermute, dass da oben das Easter Egg ist. Wir werden es erleben. Ich kann ja mal gucken, was ich jetzt an Energie verbrauche. Ja, also jetzt tun wir uns ziemlich hier hoch kämpfen. Man sieht den Hang. Ah, die Räder brauchen, glaube ich, nicht sehr viel Strom. Deswegen ist das ganz gut. Aber es ist Allradantrieb. Also ich habe keine Räder hier abgestellt von der Energiezufuhr.
Jetzt nehme ich wieder weg, Gas. Wir wollen ja auch nicht drüber hinausschießen. Also bei diesem Easter Egg, wenn wir jetzt waren, war ich noch nie mit einem Rover. Ich habe ja alle Easter Eggs schon besucht, aber bin dann in der Nähe gelandet und habe das mit den EVE-Anzügen quasi gemeistert. Wow. Weil ich mich auch nie getraut hätte, hier den Berg nur hochzufahren mit dem Rover. Weil er doch ziemlich steil ist. Aber das Schöne ist, dass die Energie wirklich gut ausreicht, die ich hier dem mitgegeben habe. So, wenn man sieht, das Easter Egg, der Wegpunkt, das Wegpunktzeichen, das driftet ganz schön ab. Das heißt, dass wir uns nähern. Also fahren wir mal wieder in die Richtung, wo es angezeigt wird. Jetzt können wir sogar wieder aufladen, oder? Ja, jetzt kommt die Sonne wieder ran. Aber jetzt nicht mehr im Schatten sind. So, wir klimmen den Hang. Und das Easter Egg müsste kurz vor uns sein. Ja, mal sehen. Beziehungsweise die Anomalie. Da vorne. Wir fahren genau drauf zu. Das ist gut. Man sieht, da ist irgendwas, was nach oben ragt. Und das schauen wir uns jetzt genauer an. Tja, das ist eine von den vielen schwarzen Squad-Stelen, die es im Kerbal Space Programm gibt. Und die ist halt hier spektakulär auf diesem, ja, Bergeshang, will ich mal sagen, erbaut. Sonne bescheint uns hier. Und wir haben es gefunden. Ich werde jetzt wahrscheinlich in dem Durchgang, den ich jetzt mache, nicht jede Squad-Stele besuchen, aber einige schon, weil die meisten schwarzen Squad-Stelen an schon spektakulären Stellen errichtet wurden. Ist hier zum Beispiel dieser Berg inmitten von Kratern. Das ist doch hier eine sehr schöne Landschaft. Wir müssen da die 20 Kilometer wieder zurück, aber das werde ich jetzt nicht im Film festhalten. Jetzt werde ich erstmal mit Shep aussteigen. Also EVE, Bericht. Nicht überschreiben. Erstmal aus. Vom Sitz verlassen. So. Genau. Und jetzt versuchen wir mal, ob wir das hier auch so schön hinkriegen. Also R. Und hoch. Genau. So, wunderbar. Gehen wir in die Mitte. Ja, es ist ja eine Hommage an 2001 in Space Odyssey. Ne? Da waren diese schwarzen Monolithen, die quasi den Affenmenschen die Intelligenz gebracht haben. So, wenn wir jetzt mal so ein schönes Bild machen. Und jetzt wird natürlich wieder die Flagge gehisst, ne?
Wo ist Flagge? Ah, ich habe keine Flagge mehr einstecken. Ich hätte zurückgehen müssen. Also kann die Flagge jetzt nicht hissen, weil ich keine da habe. Aber wir stellen es uns einfach mal vor, dass ich jetzt hier eine Flagge gehe. Wenn man mehrere Flaggen hissen müsste, dann muss man zwischendurch zum Raumschiff zurück, einsteigen, wieder aussteigen, dann hat er wieder eine Flagge. Aber das habe ich ja jetzt nicht gemacht. Ich bin ja nur in den Rover gestiegen. Und der Rover hat nun mal nicht mehrere Flaggen bei sich. Gut. Also das soll die Easter Egg-Suche für dieses Mal gewesen sein. Ich habe nicht ganz so viel weggeschnitten von der Roverfahrt, weil sie ein bisschen spaßig war. Beim nächsten Mal versuche ich dann mit dem Sprit, der jetzt noch im Lander ist, ein etwas südlicher gelegenes Easter Egg zu erreichen. Ja, das schauen wir mal, welches das dann wird, kann ich jetzt noch nicht genau sagen, mal sehen. Aber es wird sicherlich nicht noch eine Squad-Stele oder ein Squad-Monolith, sondern was anderes. Das denke ich mal noch aus. Aber bis dahin sage ich schon mal Tschüss, macht's gut. Bis zum nächsten Mal, euer Astronier. Und Chap springt nochmal. Hey! Ja! Puff. Gut. Also dann. Tschüss.